Liebe Zuschauer, zum Programmschluss noch die letzten Nachrichten der Nordtext-Redaktion. Bonn. Das Bundeskabinett hat das Schengener Abkommen über den schrittweisen Abbau von Grenzkontrollen in Europa gebilligt. Union und FDP konnten sich aber nicht darüber verständigen, ob mit der Ratifizierung des Abkommens das Grundrecht auf Asyl in der Verfassung geändert werden muss. Erstmals in der von Bundeskanzler Kohl geführten Regierungskoalition gaben deshalb die Minister von CDU, CSU und der FDP getrennte Protokollerklärungen im Kabinett ab. Bonn. Alle Bundestagsfraktionen bestehen angesichts des auch über der nördlichen Erdhalbkugel drohenden Ozonlochs auf einem früheren Ausstieg aus Produktion und Verwendung von FCKW. Umweltminister Töpfer, CDU, geht davon aus, dass die Bundesrepublik schon 1993 und nicht wie geplant 1995 FCKW-frei sein könne. Dies erklärte er in einer von der SPD beantragten Aktuellen Stunde im Bundestag. Bis 1995. Algier. Nach landesweiten Großrazzien und Festnahmen in den Kreisen der Islamischen Heilsfront, FIS, ist in Algerien die Schnelljustiz in Aktion getreten. Nach Angaben aus Justizkreisen wurden mindestens 180 Sympathisanten wegen bewaffneter Zusammenrottung und Körperverletzung dem Richter vorgeführt. Dabei seien Haftstrafen zwischen 2 Monaten und 3 Jahren verhängt worden, hieß es in Algier. Die Verurteilten waren nach den Unruhen vom vergangenen Freitag festgenommen worden. Islamabad. Die Lage in den Grenzregionen der Region Indisch-Kaschmir hat sich verschärft. Pakistanische Soldaten feuerten auf etwa 15.000 Demonstranten, die Grenze zu Indisch-Kaschmir überschreiten wollten. Dabei wurden mindestens 10 Menschen getötet. Die Proteste richteten sich gegen die indische Präsenz in dem überwiegend von Moslems besiedelten Gebiet. Am Abend wurde der Chef der Kaschmir-Befreiungsfront und 180 seiner Mitstreiter von pakistanischen Sicherheitskräften verhaftet. Berlin. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat an 7 Orten in Berlin in Zusammenhang mit dem Verkauf von Flugzeugen der früheren DDR-Staatslinie Interflug Wohn- und Geschäftsräume durchsucht. Nach Angaben der Behörde richtet sich der Verdacht der Untreue gegen 2 Mitarbeiter der Treuhand und 2 Liquidatoren von Interflug. Ihnen wird vorgeworfen, einen Vertrag zwischen Interflug und einer Schöneberger Firma unterzeichnet zu haben, bei dem 4 Flugzeuge für 4 Mark verkauft werden sollten. Das waren die letzten Nachrichten der Nordtext-Redaktion. Noch ein Blick auf die Uhr. Es ist 0.23 Uhr. Ich verabschiede mich von Ihnen, wünsche Ihnen eine gute Nacht. Träumen Sie schön. Musik